Natürlich ist Geld eine schöne Nebensache, aber hauptsächlich um Fußball zu spielen. Ich hatte einen Tag von morgens 6 bis abends 21 Uhr, bis ich zu Hause war. Und irgendwo waren wir das den Fans auch schuldig, weil die sind überall zu jedem kleinen Verein mitgereist teilweise und haben uns unterstützt. 25 Jahre ist er jung, aber mit diesem Tor hat sich Kai Pröger zumindest für die Fans des BFC Dynamo unsterblich gemacht. Mit einem Doppelpack in der Verlängerung gegen Viktoria 89 und dem Berliner Pokalsieg verabschiedet sich der Offensivspieler aus der Hauptstadt in Richtung Essen. Bevor dort die Vorbereitung beginnt, schaut Pröger im Klosterpark vorbei. Beim Heidmühler FC lernte der Schortenser das Kicken. In der A-Jugend Niedersachsenliga spielte der körperlich kompakte Angreifer unter anderem mit Jens Schipper in einer Mannschaft. Auch er ist dem Sport treu geblieben, allerdings als Redakteur. Warum hat es bei dir zum Profitum gereicht und bei Jens nicht? Wie würdest du Jens einschätzen, anhand deiner Erinnerung? Was soll ich dazu sagen? Die Wahrheit. Ja, Jens war immer ein super Abräumer. Der hat hinten immer in der Innenverteidigung die Kopfbälle rausgebolzt und die ganzen anderen schnellen Schirmer weggehauen und mir die Bälle nach vorne geschossen. Und ich habe halt das vorne erledigt. Wobei man ja sagen muss, im zweiten Jahr war ich ja hinter dir der zweitbeste Torschütze. Stimmt. Da hast du, glaube ich, irgendwie 16 oder 17 Buden gemacht und ich kam dann mit 11 oder 12. Dennoch ging das Erfolgsduo des HFC alsbald auseinander. Pröger wechselte zunächst nach Oldenburg und bewährte sich dort unter dem heutigen Werder-Trainer Alexander Nuri. Nach einem missglückten Gastspiel bei der Bundesliga-Reserve des FSV Mainz unterschrieb der Blondschopf in Berlin. Nach einem guten und einem durchwachsenen Jahr in der Regionalliga Nordost krönte der 25-Jährige seine Zeit bei Dynamo mit dem Pokalsieg. Den sei man den herausragenden Fans einfach schuldig gewesen, sagt er und spricht auch von Wehmut. Wenn man sowas erreicht, dann ist natürlich der Abschied immer schlimmer oder tut immer mehr weh, auch wenn man irgendwelche schönen Abschlussfahrten hat, wo man sich dann gerade zusammenwächst als Team und wo man dann so richtig dann gerade die dollen Freundschaften schließt und sowas, die kommen immer erst am Ende und dann gehen halt viele Spieler die eigenen Wege. Das ist schon traurig, weil ich habe auch echt gute Freunde kennengelernt, mit denen man natürlich jetzt auch hoffentlich weiterhin Kontakt hat und die man auch fürs Leben lang immer mal wieder anrufen kann, immer mal wieder mittlerweile FaceTime kann und sowas. Und ich denke mal, das ist auch das Schöne am Fußball, dass man immer neue Leute kennenlernt. Im schnelllebigen Fußballalltag fällt es auch mit 20ern nicht schwer, sich über die guten alten Zeiten auszutauschen. Trotzdem liegt der Fokus natürlich auf dem, was kommt. Angebote aus der dritten Liga lagen dem Norddeutschen vor. Sein neuer Club spielt zwar in der vierten Liga. Aber Essen ist für mich auch kein Regionalligist. Also mit den Fans und mit dem Stadion im Rücken, das ist ein Verein, der in die dritte Liga muss. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann und würde mir nichts Besseres vorstellen können, als mit Essen in der dritten Liga zu spielen. Damit das auch vielleicht dem ein oder anderen HFC-Talent gelingt, hat der Profi vor allem einen Tipp parat. Spielekonsole aus, Smartphone beiseite und ab auf den Rasen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich war früher jeden Tag auf dem Bolzplatz, meistens auch mit Älteren und habe halt auch viel von denen abgeguckt. Der Beginn einer Profikarriere, die im Sommer 2017 im Ruhrpott weitergeht. Bisher hat Pröger öfter den Arbeitgeber gewechselt. Jetzt will er mit RWE unbedingt aufsteigen. Dann kann ich mir auch vorstellen, da in der dritten Liga dann irgendwann in weiteren 5 Jahren oder so meine Karriere zu beenden. Aber sonst will ich auf jeden Fall oder würde ich auf jeden Fall gerne nochmal in die dritte Liga ein bisschen reinkommen. Und da, also das ist mein größtes Ziel. Und ja, wie gesagt, am schönsten wäre das, wenn wir mit Rot-Weiß Essen aufsteigen würden und dritte Liga spielen. Es würde passen. Rot-Weiß sind schließlich auch die Farben des Vereins, bei dem alles begann. Natürlich drücke er dem HFC für die Landesliga-Saison die Daumen, betont der Stürmer, der beim Lattenschießen zwar gegen seinen einstigen Mitspieler verliert, aber der Angreifer trifft eben lieber das Tor als dessen Aluminium.